Gut, dann continue. Mal gucken, wie viel Meld. Ja, zweimal Meld, okay. Damage Flood Computer, Damage Power Source. Waren echt nur Floater, also. Relativ harmlos. So, da gucken wir uns unsere Kollegen an. Ich meine, die sind ja, fallen ja jetzt eh alle für eine Weile aus. Okay. Gut. Weiter geht's. Incoming transmission. Mhm. We are extremely impressed with the progress of the XCOM project thus far, Commander. Your recent results were beyond our expectations. Habt ihr nicht viel erwartet. And that is not a statement this council makes lightly. Bestimmt nicht. UFO Escape 1, okay. Wir kriegen einen Ingenieur dazu, wir kriegen zwei Scientists dazu, 1000 Öcken. Okay. We will be in touch, Commander. So. The new engineers arrived this morning, Commander. We're always glad to have more help down here. Was kostet der Spaß? Teuer. Okay, was war jetzt? Aber zweiter Monat, was? If the aliens were intent on conquering Earth, there's not much we could do to stop them. Ein bisschen mehr positiv. Okay, du wirst das wissen. Du bist Ingenieur, du hast eine empathische Verbindung zu Aliens. Was war hier? Wollte Facilities bauen? Nein, ich wollte Dings kaufen. Dings, that Dings. Hulk of flesh Dings. And metal troubles me. What do we risk with our own investigations into the melding of human and machine? What? Will we see a line in the sand and refuse to cross it? Aber sicher. Will we move forward, willing to sacrifice everything for the sake of total victory? I have to believe that is not our future. Okay. Provided, of course, that the alien's technology remains in the right hands. Oder dass wir eine Future haben. Das wissen wir nicht. Wir haben zwei. Da würde ich sagen, kaufen wir mal zwei neue. Das ist teuer. Kaufen wir erstmal einen. Was wollen wir denn in diesem Monat bauen? Das ist ja alles, das ist ja, diese UFO ist ja, UFO XCOM ist erwartet ja ein bisschen Vorabplanung. Also wir wollen zwei weiteren Satellite Uplink bauen. Was kostet der an Strom? Achte liebe Güte. Okay, also können wir den schon mal in jedem Fall nicht bauen. Also sollten wir... Das Problem ist, dass unsere Steam-Dinger so tief sind und das, der Access Lift wird immer teurer, je tiefer wir kommen, oder? War das nicht so? 100, 200, 300 oder so? Weil wir brauchen irgendwie Strom. Ich meine, wir können Fission Generators bauen, die sind eigentlich nicht besonders effizient. Effizient sind diese Steam-Dinger. Nur die sind ja nur am... buchstäblich am Arsch der Anlage. Also, beziehungsweise an den Seiten dann davon. Also, der Arsch wäre hier, also sogar noch weiter weg als der Arsch. Also, das ist furchtbar. Alternative, es gibt Thermal Generators, es gibt Lithium Generators, die wir allerdings nicht haben, weil wir keine Lithium haben, wahrscheinlich für eine sehr lange Zeit nicht, und dann gibt es nur noch die Fission Dinger, mehr gibt es da nicht, oder? Und Lithium gibt es da noch gar nicht. Oder war das anderes UFO-Spiel? Na, egal. Aber es gibt noch irgendwas, was so gut ist wie ein Thermogenerator oder besser.
Aber kein Steam braucht. Nehmen wir an, das ist Illyrium. Oder irgendwas Alienartiges. Na gut, dann fangen wir an. Das Dumme ist, dass wir uns hier noch nicht anzeigen lassen können, was es kostet. Was, oder? Nee. Was halt auch ganz nett wäre. Und das könnte, weil ich meine, das steht ja jetzt schon fest. Aber. Ja, was dann. Ja, noch ein. Ganz gerne volle Interceptors. Ansonsten können wir eigentlich nur warten. Research. Oh! Ja, habe ich gerne gemacht. Es sind nur noch 4 Tage. Okay, na, dann mal hoffen, dass da was bei rumkommt. Da und. Okay. Dann bauen wir jetzt ein Lab. Der Access Lift braucht auch einen Power. Dann hätten wir noch einen. Dann müssten wir eigentlich, wenn der Access Lift fertig ist, schon den nächsten Fission Generator bauen. Weil ich meine, bis wir hier sind, das dauert ja noch. Und ein weiterer Satellite Uplink. Oh Gott. Wir kriegen eine weitere und dann nochmal einen weiteren Satelliten mit einem weiteren Satellite-Uplink, glaube ich. Und dann bekommen wir noch einen, weil das hier ein Jason-Bonus hat. Gibt es dann auch noch einen, weil es sich damit. Nee, ne, das sind. Das muss ich auch noch rauskriegen. Weil der nächste Kontinent hat 4 Länder. 4 Satelliten heißt in diesem Punkt, wir haben jeweils ein, das ist, ich glaube, jedes dieser Plus-Symbole ist ein Bonus-Satellit. Also wenn wir hier einen hinsetzen, einen Satellite-Uplink, würden wir einen weiteren Satelliten kriegen, plus einen weiteren wegen dem Plus, das hier erscheinen wird. Ich glaube, so ist es. Dann hätten wir also die Hälfte von denen wir brauchen. Aber Satellite Uplink können wir uns aus Stromgründen nicht leisten. Deswegen würde ich sagen, bauen wir erstmal ein Labor. Das habe ich ja eigentlich vorgehabt. Wir könnten sogar 2 bauen vom Strom her. Aber bauen wir erstmal 1. Ja, erstmal 1. Eventuell noch ein 2. Aber weil ich hätte schon ganz gerne möglichst schnell bald bessere Waffen. Jetzt kriegen wir für 6 Sektor Corpses 2 Scientists. Okay. Pharmaceutical Company. Ja, bitte. Ich glaube, hier steht dann auch manchmal hier das. Genau hier. South African Pharmaceutical Company announces breakthrough und sowas. Das ist halt DNA Sequencing Technology. Da kann man sich dann denken, dass das daher rührt. Also, das ist ganz nett. So ein kleiner. Kleines Acknowledgement quasi. Pending Request. Seller Transfer. Nee. Ich meine, wir wissen, da ist eine Basis. Ich glaube, so funktioniert das. Wenn ein Land verloren geht, ist automatisch eine Alien Base da. Aber wir sind auch weit davon entfernt, da A hinzukommen und B, ich weiß auch gar nicht, wie wir die finden. Einfach an den hinfliegen? Oder einen Satelliten hinschicken? Weiß ich gar nicht. Wir sind auf jeden Fall noch weit genug weg da. Nee, da brauchen wir doch einen Skeleton Key oder irgendwie sowas. Ne? War das nicht so in XCOM?
dass man da irgendwie einen Schlüssel brauchte, dass er den Alien-Hausmeister finden muss und den kriegen wir nur, wenn wir einen Alien capturen? Irgendwie sowas. Das war irgendwie... Ich glaube, so war das. Enemy is padlocked. Hey, yeah, 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 yeah. Aber es ist immer noch geschafft. Das ist ein Small Scout, da können wir noch Leute nehmen, die noch Erfahrung brauchen. Ja. Okay, du könntest. Du bist immer noch nicht aufgestiegen, ne? Eine Freiheit. Also ist das doch noch nicht alle auf. Oder nie, du warst außer Gefecht, ne? Okay, dann nehmen wir dich in jedem Fall schon mal mit. Und wir haben nur noch einen Wounded. Sehr gut. Wegen das hier. 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 One settlement. One of small structures in a remote location. Da werde ich wahrscheinlich im Laufe der Zeit irgendwann rauskriegen, was für Karten damit gemeint sind. Weil das sagt mir jetzt im Moment nichts. Es ist keine remote location mit structures. Sagen wir diesmal mal einen Scout mit, oder? Gucken wir mal, wie die so sind. Herr Petrov. Und dann. Du musst noch Arbeit vor dir. Das ist eine Notification. So, hier nehmen wir auf jeden Fall schon mal unseren Wookie mit. Ist okay. Ja, zwei Sniper. Ich nehme zwei Sniper mit. Dass wir die mal aufgelevelt kriegen. Dann noch Infantry. Wir haben noch einen. Ne, zwei. So, nehme ich trotzdem noch mit. Und dann nehmen wir jetzt noch einen Gunner mit. Michael. So. Bist du... Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Okay. Dropship has arrived. We're dropping you just inside the Egyptian border. A
Okay, also es ist eine ganz normale Stadtkarte. UFO went down in a densely populated area within the city limits. Let's just hope everyone on the ground stayed clear. Okay. Schauen wir. Karte kenne ich nicht, glaube ich, oder? Ob die mir irgendwie bekannt vorkommt? Doch, kenne ich. Die habe ich nur gesehen. Big Sky. We'll monitor those readings from here. Strike One is authorized to assault the alien craft. Okay, on hard safe. So, wo ist es, wo sind denn hier die Borders? Hier hinter uns ist eine und wo ist die andere? Hier, ne, hier. So, also noch da. Gut. Na gut, da sind ja zwei Sniper nur so mittel. Aber gut, wieder was gelernt. Das ist also das, so wie es ist. Okay, du bist der Scout. Du scoute mal nach hier. Okay. Okay, Billard spielen ist keiner der Aliens. Okay, jetzt ist er aber in guter Position für die Sniper zu sein. Das Problem, die Dächer sind ja auch mal, weil die hier immer. Okay, was haben wir denn hier? Da haben wir einen LKW und. Okay. Okay, warte mal. Okay, hier haben wir noch eine ganze Menge. Ist das Dach vielleicht doch gar nicht so schlecht, aber da musst du auf die andere Seite, das ist nicht so gut. Moment, hier muss ja auch noch ein UFO sein irgendwo. Hallo? Hier wahrscheinlich dann. Na gut. Okay. Moving to position. Würde ich sagen, die Seite mal ignorieren und uns, weil hier scheint es irgendwie durchzugehen, hier was konzentrieren. Also mit ignorieren meine ich nicht wirklich ignorieren. Ja, wo bringe ich die Sniper hin? Ist hier eine Leiter? Treppe, whatever? Nope. Wirklich nur auf der Seite. Aber wir können auf den LKW. Das könnte eventuell ganz nützlich sein. Ich meine, das stehen wir dann natürlich ziemlich offen, aber nein, whatever. Aye, aye, Commander. Solid copy. Okay, du. Möglichst weit weg von allem. Ja. Du wirst oben auf dem Dach auch eher besser. Copy that. Habe ich übersehen, dass du aufsteigen kannst? Oder nimmt das Teilnehmen an der Mission, gibt das schon Punkte? Das kann sein, dass du so gerade an der Grenze warst, dass du schon jetzt quasi aufgestiegen bist, aufsteigen kannst. Du... What? Ich habe Overwatch gedrückt, Spiel. Wieso glaubst du, dass ich die Mission continue? Ach, weil wir in dem Ding stehen. Ah, okay. Okay.
Geräusch sind, glaube ich, Floater. Schon dashing? Nach Deutschland. Hier, das sehen wir ja alles. Da kann ja also keiner sein. Good copy. Moving on target. Ist irgendwas? Running. Double time. Понял. Будем на стороже. Wahrscheinlich ist da direkt ein Alien hinter der Tür. Was понял. Yes, sir. Aber solange das Alien die Tür nicht aufmacht, kommst du von danach gerade so. Okay. Wenn da was ist, sehen wir es da. Da musst du allerdings weg, weil da soll unser Sniper rauf. Obwohl der theoretisch auch darauf könnte, aber da gefällt es mir, glaube ich, besser. Ich meine, wir könnten auch den Scout darauf schicken, du hast ja auch Marksman Rifle, so ist ja nicht. Ding ist nicht wirklich viel dicker. Ups, okay. Okay. Vorsichtig mit der Maus. Na gut, okay. Du siehst. Ich bin jedes Mal wieder überrascht. Ah, okay, weil der fliegt. Okay, gut. Aber auch nur den. Gut. Sieht irgendwer anders noch irgendwen anders? Du siehst gar nichts. Wenn du nach da gehst, kannst du vielleicht einen sehen. Ja, also auch nur den Fliegenden, ne? Mhm.
Du siehst auch nur den Fliegenden. Da ist das Meld, by the way. Ich meine, du bist ja jetzt hier oben, wo du eigentlich nicht sein solltest, aber du doch irgendwie bist. Nee, da sollte der Sniper hin, du solltest nach unten irgendwie. Aber erstmal müssen wir jetzt mal gucken, was hier draußen ist. Mach die Tür. Du, mach mal die Tür auf. Hallo? Jemand hier? Okay, wo ist das UFO bitte? Irgendwo. Okay, du kommst nochmal wieder runter. Ich meine, das war schön mit dir da oben, aber. Ah, du kannst dahinter. Geh doch mal ins. Sag Deutsch, ne? Ich hoffe, du hast die richtige Ebene, dass du jetzt. Ja? Okay. So, jetzt sind einen Sniper, packen wir da oben mal rauf. Man könnte sogar noch da rauf. Moving out. Also das ist ja hier relativ sicher. Das, also wir sehen zumindest nichts. Das heißt, na hier müsstest du können. Gut. Ich habe Sorge, dass hier noch eine Menge ist. Und mit einer Menge meine ich mehr als null. On my way. I feel command. Есть внимание. Come get some. Heading out. Overwatch, aye aye. Я весь внимание. Roger that. Scan coming. Das ist unten, das ist ja. Wer hat das denn da hingebaut? Da kommt aber kein Mensch ran. Ich nehme nicht an, dass wir es von da aus bedienen können. Weil die UFO-Spiele sind ja immer so ein bisschen picky, was die Höhe oder halbe Ebenen angeht. Okay, dann haben wir unseren Scouty hier.
Wir müssen auch noch mehr. Wir müssen auch noch welche von den. Gehst du mal dahin? Von den Flottern sein, oder? Stashing ist nicht gut. Yes, Ned. Okay. Keine Ahnung, wo die sind. Aber da scheint das UFO zu sein, da liegen Teile. Okay, sollen wir mal probieren, ob wir das von hier aus benutzen können. Das will ich jetzt mal testen. What? Okay. Nein. Also. Wir gehen da ran. Moving. Ah, linke Maustaste. In hand, und es geht. Okay. Gut zu wissen. Also, da können wir auch eine halbe Ebene drüber sein. Dann, begibt sich nochmal in Deckung hier. Und da ist das tatsächlich das UFO, sehr gut. Ist das Dashing? Wirklich? Kannst du echt nicht weit laufen. That's affirmative. Dann geh erstmal nur noch da. Du bist da eigentlich ganz gut aufgehoben. So, da war den einen Sniper. Mal hier für die Richtung haben. Let's do this. Wahrscheinlich ist dann genau die Lampe im Weg oder sowas. Und der andere Sniper. Von hier. Moving out. Das hier hätte den Vorteil, das ist ein halbes Feld höher, das ist die gleiche Höhe wie das, dann müsstest du... Ja, geh mal nach hier. Ich meine, du bist so weit weg, da dürftest du wahrscheinlich... Da kommt es auf die halbe Deckung auch nicht mehr an, oder? Können wir das sehen, was halbe Deckung bringt? Das war nicht viel, oder? Okay, das haben wir, müssten wir eigentlich alles im Blick haben. Kannst echt nicht weit laufen. Nächste Runde kannst du da in einer Bewegung hin. Du kommst auch nicht allzu weit. Lassen wir da mal den Scout vor. Выполняю. Hm.
hier nichts sieht. Getting it done. Siehst auch nichts. On the move. On Overwatch. Overwatch, aye aye. Я пошел. Heading to that location. Heading there now. I'm on it. Готовность номер один. Roger. I've got my eyes on it. Ясно. Начинаю наблюдение. Mm-hmm. Заткнись. Слушай. Kommt immer aus der gleichen Richtung. Du solltest übrigens mit der richtigen Waffe overwatchen, bitte. I'm on the move. Okay, wie weit geht das hier noch? Hier ist Schicht. Okay. Aha. So, was sagen denn unsere Sniper zu der Situation? Die sagen, du kannst den Fliegenden sehen und alle anderen natürlich wieder üblicherweise können nichts sehen. Du kannst den auch sehen. Aber auch nur den. Okay, ja, die Sektoids sind irgendwo hingelaufen, wo wir sie nicht sehen. Gut. Na gut. Ich habe keine Ahnung, was du da gerade gesagt hast, aber offensichtlich nicht, dass du eine Alien gesehen hast. Du. Wieder in Deckung. Es ist okay da. Roger that. Scanning. Die haben uns gesehen, die werden von sich aus rauskommen. Yeah. Hast aber das UFO getroffen, das ist auch nicht schlecht. Oh, hallo Isabel, gar nicht gesehen. Danke fürs Abo und danke fürs Dasein. Aber zu kurz ist. Ah, Malako. Ach, das war das Marksman, das Dings Rifle. Marksman-Rifle. Okay, das habe ich jetzt gar nicht mitgekriegt, wer hier. Ich gucke immer am falschen. Wenn was passiert im Chat, gucke ich nicht in den Chat und wenn. Im Spiel was passiert und ich da hingucken muss, gucke ich in den Chat. Das ist immer falsch. Okay, wir haben zwei Sectoids und wir haben zwei Leute auf dem Dach und die sehen beide. Oder du siehst beide. Du siehst wieder nur einen. Wahrscheinlich, weil einer dieser Dinger im Weg ist. Wen siehst du? Den. Den siehst du? Ja, da ist der Pillar im Weg. Okay, das sehe ich ein. Okay. Hier haben wir doch einen Wookie. Kann der Wookie irgendwie einen killen, bitte? Wookie, komm mal. Wookie. Kannst du nicht, weil du siehst nichts. Das ist doof. Dann müssen wir erstmal den Overwatcher da wegballern. Oh yeah. Ah,
ich liebe das über die ganze. Das ist doch das. War da etwas, was ich beim Originalspiel noch schöner fand, weil die Projektile so unglaublich langsam geflogen sind. Natürlich völlig unrealistisch, aber dass man wirklich gesehen hat, wie die Kugel so über die ganze Karte flog, Bildschirm für Bildschirm. Das war aber ein schönes Gefühl. So, können wir dich, Wookie, jetzt irgendwo dahin bringen, dass du auf das Alien schießen kannst? Nicht wirklich. Der steht wo? Da. Siehst du ihn? Du siehst ihn. Du sagst, du kannst schon aufleveln. Siehst du ihn? 69%. Kannst du das machen? Moving. Position confirmed. Das kann der Rookie mal. 35%. Nee, das wird nichts. Aber. Ist immerhin. Da reingeschossen. Die Deckung ist schon ganz gut, da müssen wir dem Alien recht geben. Ja, dahin Run-Gun will ich ehrlich gesagt nicht, weil da werden wir nur irgendwen anders freischalten. Oder aufwecken. Aber das Alien ist ja ein bisschen indisposed, hat ja schon Schaden genommen. Irgendeine. Hast du vielleicht eine Smoke Grenade? Ja. Kommst du sogar hin? Können wir die beide einnebeln? Ein bisschen? So. Cloud the way. Nur für den Fall, dass sich das Alien entscheidet, heroisch zu sein. Sich zurückziehen, nehme ich mal an. Also dafür, dass er Ewigkeit braucht, um das zu rendern, hast du echt ziemlich schlecht geschossen. 63% sieht schon besser aus. Nice. Okay. Dann wieder ganz langsam voran hier. Du hast echt ein 13er. Dashing, aber ist besser als nix. Irgendwie musste er in die Deckung kommen.
good to go. Okay, Sniper müssten das weiterhin alles im Blick haben. Werd langsam etwas fahrig, wird Zeit, dass ich ins Bett komme. Die Mission machen wir noch zu Ende. Drücke Tasten, die ich nicht drücken will. Das ist kein gutes Zeichen. Okay, also wir haben hier eine Öffnung. Wo ist die Tür? Die Tür ist da und die ist offen. So, jetzt bräuchten wir natürlich, damit die Sniper uns helfen können, müsste einer irgendwie hier stehen. Oder hier. Der andere irgendwie hier, weil von da, wo sie jetzt im Moment sind, können sie uns definitiv nicht helfen. Oder können wir mal gucken, ob der von hier vielleicht. Was auch immer im UFO ist, sehen kannst, wenn es soweit ist. Ja, mach's gut. Bis Montag. Du, da würde ich ganz gerne den... Nee, dich lassen wir mal da. Triffst du jetzt mal? Okay, das Spiel ist immer noch der Meinung, dass wir irgendwas sehen. Ich sehe aber nichts. Target.
go. Move to overwatch. Got it covered. I'm on it, Commander. Come get some. Действую. Dich hätte ich ganz gern. Affirmative, moving out. In der Sichtlinie. Ah, das war das, was das Spiel der Meinung war, dass wir sehen können. Oder was schon aktiviert war. Okay. Okay, wieder testen, wieder diese gefährliche Ecke. Okay. Diesmal waren wir darauf vorbereitet. Kann. Ist das mit unseren Snipern? Du siehst den, aber nicht den kleinen. Du siehst nur den. Du siehst den auch. Okay, auch den. Ja komm, das wird so ein Traumschuss, wenn du von da hinten, das machen wir einfach mal. Und wahrscheinlich durch den Brückenpfeiler durch. Nee, na gut, auch nicht getroffen. Wahrscheinlich nur noch der Chef da. Warten wir mal ab. Готовность номер один. That's affirmative. I'm on it. Уже иду. Ясно. Буду на чеку. Нет. Okay. Wo zur Hölle ist der? Heading to that location. I've got a vision. Ja. Okay, von da kannst du ihn sehen, aber natürlich nicht schießen. Du kannst ihn aus irgendeinem Grund nicht sehen. Kannst du hinrunnen können? Ja, geht.
Oh God. Damn it, missed the target. Du kannst ihn sehen, okay. Wie viel Schaden macht die Shotgun? Sechs Schaden mit einer Shotgun? Habe ich Zweifel. Habe ich echt Zweifel. Also unser zweimal schießen kann er. Ihn jetzt auch. Okay, jetzt mal wieder bei 6. Du siehst ihn jetzt auch. Okay. Cancelled Suppression Overwatch. Ich glaube, testen. Das sind so Sachen, die muss man einfach wissen. Sieht nicht so aus. Will ich es ausprobieren? Ehrlich gesagt nicht. Excellent work. All objectives complete. Sehr gut. Okay.
Ich muss mir echt nochmal genau durchlesen, was Suppression macht. Wenn das nämlich so ist, dass das... es könnte sein, dass ihn das nur Malus gibt, wenn er dann Reaction Fire macht. Oder dass er eventuell getroffen wird vom Suppression Fire, wenn er Reaction Fire macht. Weil das ist ja quasi eine Bewegung. Das muss ich noch rauskriegen, weil das Icon für Overwatch war weiterhin zu sehen. Also nehme ich mal an, dass es das nicht gecancelt hat. Okay, ist unser Rookie aufgestiegen? Ja. Okay, gut. Ja, dann würde ich sagen, haben wir erfolgreiche Mission, Operation Black Future, erfolgreich abgeschlossen. Auch wieder hauptsächlich Floater und Drones. Nur zwei Sectoids. Alles relativ easy. Ja, dann soll es das für heute gewesen sein. Ich werde müde. Und ich würde sagen, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Dann werde ich wahrscheinlich noch ein paar Promotions erledigt haben. Das werde ich offscreen machen, weil da war eine ganze Menge Entscheidungsfindungsprozess involviert ist, was ewig lange dauert, ohne dass das passiert. Deswegen werde ich das offscreen machen. Und dann können wir, machen wir hier beim nächsten Mal weiter und schauen dann mal, jo, was als nächstes auf uns zukommt. Das wird dann nächsten Mittwoch sein. Also ich habe mich jetzt entschieden, dass wir es so aufteilen, montags, wenn es stattfindet, montags FTL und mittwochs XCOM Long War. Nur für die nähere Zukunft, dass ihr Bescheid wisst. Ja, dann würde ich sagen, bedanke ich mich für heute, fürs Zusehen. Und dann, ja, wenn ihr mögt, bis Montag mit FDL oder bis nächsten Mittwoch mit Long War. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Restabend und eine gute Nacht. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.